Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, ihr seht schon, heute geht es mal wieder um Funhole. Und zwar um den Chili Dog Trailer. 515 Teile, F9046 ist die Setnummer ab 16 Jahre. Dieses Set gab es umsonst, da konnte man sich registrieren und bei Funhole und dann hat man das Set umsonst bekommen. Und das finde ich eine klasse Aktion, was sie da gemacht haben. Und ich glaube, da sind einige rausgegangen. Hat eine Weile gedauert, ja, mit dem Verschicken jetzt. Aber jetzt ist es endlich da und jetzt will ich es euch natürlich auch zeigen. Okay, dann wollen wir den Karton mal aufmachen. Ich freue mich da wirklich jetzt schon drauf. Ich bin ja sowieso so ein Funhole-Fan, das wisst ihr ja. Okay, da haben wir also einmal, oh, das ist natürlich weniger schön, klar, der Karton ist ziemlich klein, aber wenn natürlich die Anleitung so geknickt ist, ist nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir wieder die obligatorische Service-Card, ja, ihr wisst Bescheid. Aufkleber gibt es ja keine. Wir haben insgesamt hier, wartet mal, da sind Sia, steht da hinten. Insgesamt haben wir 137 Seiten und, wartet mal, jetzt müssen wir mal gucken, hier hinten ist das ganze Zubehör anscheinend. Zwei, drei, Sunday, Sunny Day, the stand is open, closed up, aha, einmal geöffnet und einmal geschlossen, jawohl. Aber ich weiß immer noch nicht, das sind lauter Bilder hier, wo die letzten, hier sind die letzten 145 Bauschritte, genau. Gut, das ist aber Bauabschnitt unterteilt. Schauen wir mal vorne. Da steht das ja meistens auch dann dabei. Oh, das ist wieder sehr detailverliebt. Das sehe ich schon. Wir haben zwei Tüten mit Elektronik. Stimmt. Dann haben wir hier eine kleine, da wird wieder so eine kleine Batteriebox drin, wo man die Knopfzellen dafür braucht. Ich nehme aber wieder obwohl, das wird gar nicht gehen. Naja, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Doch, das müsste aber schon gehen, weil ein USB-Stecker ist anscheinend auch dabei. Und dann werde ich meine Powerbank nehmen. Genau. So, und dann haben wir 1 und Tüte F. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Bauabschnitte das ganze Ding hier hat. Keine Ahnung. Bauabschnitt 1, hier ist F. 3 habe ich schon mal, sehe ich hier schon mal. Und lauter bedruckte Teile. Oh, es ist schön. 3. Ja, mehr wird es nicht geben als 3 Bauabschnitte, schätze ich mal. Ja. 3 Bauabschnitte und Tüte F. Ne? Kannst du mal auspacken, dann sehen wir das genauer. Baue ich ja sowieso jetzt gleich auf. Nochmal eine Tüte, 2, 3, also F, 4, 5, 6, sieben, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Genau, 13 Tüten. Naja. Brauchen wir mal Bauabschnitt 3 wieder rein. Und 2 auch. Und den Rest reißen wir dann auf. Das sind, oh, das sind aber coole Teile dabei. Wartet mal. Sorry, wenn das jetzt so laut ist gerade. Trenzerett. Wow. Schaut schon cool aus, muss ich schon sagen. Da sind schon ein paar Reifen dabei.
Ja, dann haben wir 1, 2, 3, 4. Das ist auch hier mit 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ne? Das ist auch nochmal unterteilt. Ich weiß nicht, ob man das dann jetzt gar nicht braucht, aber das sehen wir dann. Aber ich denke schon, dass wir die dann auch brauchen. Also Bauabschnitt 1 werden wir wahrscheinlich alles aufmachen müssen. Gut, ich würde sagen, ich packe das aus. Laut genug war es schon. Und legen wir los. Ja, Freunde, die ersten zwei Bauabschnitte haben wir fertig von unserem Hot Dog Chili. Wie heißt das Ding? Habe ich schon wieder vergessen. Chili Dog Trailer. Meine Güte. Und so schaut das bis jetzt aus. Und das ist richtig, richtig cool. Also vor allen Dingen diese Drucke wieder. Diese kleinen, schönen Details, die da verbaut sind. Wahnsinn. Ihr seht schon, Kabel sind schon angebracht. Auch die Batteriebox, so wie sie sein soll. Ich habe erst überlegt, ob ich nicht die Powerbank nehme, aber ihr wollt ja vielleicht auch sehen, wie das dann ist, wenn das, wie es normal gebaut wird. Genau, und zwar ist da so eine kleine, flache Batteriebox, die ist da unten drin, die hat man schon öfter mal gesehen bei so einem Fahrzeug. Und da müssen diese CR2032 Batterien rein, ja, diese Knopfbatterien. Genau. Und dann funktioniert es auch. Was ich ein bisschen ungünstig finde, also es soll ja so angebracht werden. Und was ich ein bisschen ungünstig finde, ist, dass der Ein- und Ausschalter hier oben drin ist. Ihr seht schon, wenn ich jetzt versuche, hier ranzukommen, ist es schon ein bisschen schwierig, ne? Wenn man ein bisschen dickere Finger hat. Aber es geht. Und somit leuchtet das auch. Ne? Warte mal, ich mache nochmal. So. Jetzt kann man sehen, hier die Lampe, ne? Und innen drin. Ja? Genau. Und zwar haben wir hier oben eine Lampe drin. Hier, da unten drunter ist die Lampe unter diesem Teil und dann natürlich hier außen noch die Außenbeleuchtung. Das eine ist kaltweiß, das andere ist so ein bisschen warmweiß, oder beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das warmweiß ist. Auf jeden Fall ist durch diese gelbe Plate ist es auf jeden Fall ein bisschen warmweiß. Schaut zumindest so aus. Genau. Ich zeige es euch mal aus der Nähe ein bisschen. Ich hoffe, der Fokus macht da jetzt mit. Ja. Gucken. Jawohl. Also so schaut das Ganze aus. Alles, was ihr da seht, was nicht gebaut ist, das sind Drucke, wie jetzt zum Beispiel hier, nee, da, dieses Schild hier, ne, sind Drucke innen drin mit Grill, Dunstabzugshaube, Würstchen, Hotdog, Ketchup und Senf steht da rum. Dann ist da unten so ein Taler oder was das da sein soll. Also ich habe keine Ahnung, was das da ist, was da drauf steht oder was das sein soll. Eine Hühnchenkeule ist da drin, gefliest natürlich. Ja, und ihr seht schon, innen drin ist es wunderbar ausgebaut. Wir können auch mal von der anderen Seite noch hier reingucken. So, da könnt ihr das auch noch ein bisschen sehen. Ja, ist schon einfach wieder super gemacht. Ich mache nochmal das Licht an hier, dass wir da nochmal ein bisschen gucken können. So, dann seht ihr hier oben dieses Licht und da außen das Licht. Ne? Also auch in das Waschbecken, was da oben ist. Es ist wunderbar, alles gebaut da drin. Ich finde das klasse. Ja, und dann haben wir hier die Tür. Hier haben wir noch ein Fenster. Das können wir auf und zu machen und auch schieben. Ja? Also entweder machen wir es auf Kippe, das Fenster, oder wir schieben es auf und haben dann natürlich ein großes einen großen Durchzug noch, beziehungsweise wenn halt da jemand steht, kann man ihn bedienen da auch. Ne? Genau. Und ja, hier auf der Seite, das habe ich auch noch nicht gesehen, ist ein riesen Druck hier. Schick. Gefällt mir. Ihr wisst es, ich bin ein Funhole-Fan der ersten Stunde. Ja. Und auch hier dieses gebaute Hot Dog. Ne? Also hier ist Hot, dann fängt das D an. Und da sieht man dann nochmal Hot Dog. Ist schon geil. Also wirklich, macht richtig Spaß. Ja, wie gesagt, da haben wir diesen kleinen Schraubenzieher noch dabei. Für die Batteriebox, da ist eine Schraube, die müsst ihr aufmachen. Fokus ist jetzt wieder. Hä? Ist jetzt wieder? Ja, schaut so aus. Ja, da ist eine Batteriebox, wie gesagt, zum Aufschrauben. Und wir haben natürlich noch den USB-Anschluss, hätten wir auch noch da, dass wir das auch über Powerbank oder so machen können. Genau. Ich baue jetzt den fertig. Wir haben jetzt noch, also wie gesagt, zwei, also ein Bauabschnitt jetzt noch. Jetzt kommt das Ganze
das Dach und Schirm noch und sowas alles und eine Straßenlaterne und sowas. Das kommt jetzt noch dazu, weil irgendwas muss ja auch hier mit noch angeschlossen werden. Ne? Haben wir da noch was? Und ja, ich melde mich dann wieder, wenn ich fertig bin. Ach so, ja, die Figuren, die habe ich auch noch nicht gebaut. Die sind hier auch noch drin, in der Tüte F waren die. Da sind noch zwei Figuren. Ja, die Figuren sind immer so eine Sache. Ne? Man mag sie oder man mag sie nicht. Ich bin da, naja, sie sind halt dabei. Sagen wir es so. Freunde, das war's. Fertig ist der Chili Dog Trailer von Funhole. Gleich nochmal zur Information. Den gibt es bei Amazon im Moment für 45 Euro und ein paar zerquetschte. Plus noch 30% extra. Also im Moment ist ja noch bis Montag Black Week, ne? Oder Black Schieß mich durch Friday und Cyber Monday und weiß der Kuckuck. Und da hat Funhole auf jeden Fall bei Amazon noch wahnsinnig Prozente, bis zu 40%. Schaut mal rein. Ich verlinke euch das natürlich in der Videobeschreibung und dann könnt ihr da mal gucken. Vielleicht ist da was dabei, was euch interessiert. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und jetzt nochmal hierzu. Ich bin jetzt also fertig. Ja? Und so schaut das Ganze aus. Hier mit Straßenlaterne, ja, und Straßenschild hier. Da steht dann noch Original Favor drauf. Und dann haben wir hier eine Katze. Das zeige ich euch natürlich im Hellen auch nochmal. Ich wollte euch nur die Beleuchtung mal eben kurz zeigen, wie es aussieht hier mit dem Ganzen. Machen wir hier auch nochmal auf. Ja. Es ist natürlich schon, es sind drei LEDs. Also die Straßenlaterne, sagen wir mal so, die Straßenlaterne ist ganz gut, weil es so weit oben ist hier. Ja. Also das passt ganz gut. Aber hier drin ist schon sehr, sehr überbeleuchtet, finde ich. Also da würde ich mir wünschen, wenn es irgendwie so, vielleicht mal, also wenn es da eine Batteriebox mit einem Dimmer oder sowas geben würde. Das wäre cool, ne, dass man das einfach mal ein bisschen dimmen kann, dass es nicht so arg ist. Ja. Oder ja, ist wahrscheinlich wieder zu umständlich, das zu machen. Aber ich fände das echt cool, wenn das, weil so ist es schon ein bisschen arg. Also ich sehe es jetzt hier auf dem Kontrollbildschirm. Finde ich das schon ein bisschen arg übertrieben. Aber ich mache jetzt mal meine Strahler wieder an. Dann gucken wir es uns so nochmal an und dann sieht man das vielleicht besser. So, ne, jetzt sieht man es wieder normal und etwas besser. Jetzt ist auch nicht die Beleuchtung mehr so sehr im Vordergrund, sondern eher das Set an sich. Wir haben hier also nochmal, ich nehme mal meinen Funhole-Zeigestab. Wir haben hier so einen kleinen Sitzbereich mit Reifen, finde ich total putzig. So Reifen gemacht als Sitzmöglichkeit und dann hier so eine Kiste als Tisch mit einem Ghetto-Blaster drauf, eine Dose mit Getränk und ein Hotdog auch noch hier. Ja, das ist hier noch und dann haben wir noch ein Männchen hier gebaut. Wir haben zwei Männchen, einmal der Verkäufer, der ist innen drin und einmal diesen hier. Ja, es sind, wie gesagt, die Männchen, also naja. Die Straßenlaterne mit dem Schild, hier ist noch eine Mülltonne drauf, da ist eine Katze. Quatsch, hier ist eine Katze, da ist eine Maus, so rum. Ich kann das jetzt natürlich schlecht zeigen, weil das ist ja verkabelt hier. Ne? Also ich kann schon zeigen, ich könnte ja näher rangehen. Könnte ich ja mal machen. Fällt zwar die Figur um, aber mal schauen, ob er das jetzt macht hier. So. Ist... Naja, ja, das mag man mit dem Fokus nicht so, glaube ich, wegen der Glasplatte ist da drunter. Ja. Ist nicht so, das mit der Glasplatte, das findet er jetzt nicht so witzig. Also funktioniert leider nicht wirklich richtig gut. Schade. Ich habe jetzt gedacht, das ist, aber ich kann das leider nicht, wenn ich jetzt selbst, wenn ich die Hand jetzt dahin halte. Doch, jetzt hat er es. Ja. Jetzt hat das. Also ihr könnt schon sehen, so schaut das Ganze dann aus, auch mit dem Straßenschild da, ne, und der Lampe hier, die ist jetzt doch schief. Ja, das finde ich halt auch, ging wahrscheinlich nicht anders hier, weil das Kabel da so rumgebunden ist, aber fände ich halt schöner, wenn es innen drin lang laufen würde, das Kabel, dass man das nicht so sieht. Das haben sie hier zum Beispiel gut gelöst, bei der Laterne hier, bei diesem schwarzen hier oben, der ist es. Da ist so ein leichter Schlitz drin und dann kann man das Kabel reinlegen, dass es da weg ist. Also das sieht man da nicht mehr. Ne? Das finde ich ganz klasse. Also ja,
wie gesagt, so schaut das Ganze aus. Und ich finde es wirklich sehr, sehr gut gelungen und hat auch echt Spaß gemacht zu bauen. Hinten haben wir dann noch eine Propangasflasche, ja, und noch eine Leiter hier, ne, zum aufs Dach gehen, wenn was ist. Hier oben ist auch noch eine Dachluke. Man kann das ganze Dach auch abnehmen. Das Schild hier war schon zusammengebaut und extra in so einer Tüte drin. Ja, und da war dieser Schirm hier, der Sonnenschirm, der war auch extra in der Tüte eingepackt. Finde ich klasse, da kann gar nichts passieren. Es ist ja auch so zum Beispiel gedacht, wenn sie jetzt zum Beispiel geschlossen ist, dann hat man hier die Kette. Also wenn der Stand geschlossen ist, hat man hier die Kette, so ist es gedacht, um den Sonnenschirm festzumachen, dass er nicht geklaut wird. Und ansonsten kann man den halt hier rausmachen und hier auf den Tisch stecken. Ich kann das ja mal zeigen. Wartet mal, sagen wir gleich. Vielleicht, so. Und dann kann ich hier, jetzt kriege ich das hier raus, aus dem Ding. Das ist nämlich so ein. Also, ihr seht schon, die Klemmkraft ist wirklich sehr gut. So, jetzt. Und dann macht man hier diesen, da ist ja so ein Bobbel dran. Macht man halt ab. Und dann kann man das hier draufstecken. Und dann hat man hier, also, das als geöffnet, sozusagen. Und der andere Schirm ist halt nur dran, wenn er dann halt geschlossen hat. Wobei ich sagen muss, finde ich gut, an so eine Idee gedacht zu haben, aber wenn es denn geschlossen ist, dann wäre halt schon cool, wenn man hier auch zum Beispiel, wie hier das Fenster auf der Seite, hier auch irgendwas hat, wo man da zumachen kann, vorne die Verkaufs, Verkaufsfenster halt, ne? Hätte ich auch nicht schlecht gefunden. So, was haben wir jetzt übrig? Wir haben ziemlich viel übrig und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum. Ich habe hier so weiße Plates hier, Fliesen, ne? 2x3, 2x4. Meiner Meinung nach, bin ich mir aber nicht sicher, wer das schon mal gebaut hat und hat vielleicht eine Ahnung davon, kann es mir gerne sagen. Aber meiner Meinung nach ist es hierfür gedacht, für diesen Platz hier, wo die Laterne da steht, die Straßenlampe, weil vielleicht ist es der Winter, keine Ahnung. Hier ist alles grau gemacht, ja? Und das sind aber genau die Sachen hier, oder nicht genau, aber fast die Sachen, die da drauf gehören oder kommen könnten. Vielleicht ist es als Winter gedacht oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da ist ja auch eine weiße Maus zum Beispiel dabei, ja? Und hier ist eine graue. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Auch hier die Gasflasche zum Beispiel. Hier, ne, haben wir so ein helles, das ist ein ganz, ganz helles Grau. Auch hier auf dem Dach, das ist ein ganz helles Grau. Da haben wir dieses helle Grau und hier haben wir das Ganze aber nochmal und könnten eine weiße Gasflasche machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dafür gedacht ist, um einen Winter darzustellen vielleicht oder so. So ein bisschen halt. Was ich auch nicht gefunden habe, und da bin ich jetzt vollkommen überfordert, habe ich hier diese 2x2 Fliesen mit diesen Noppen innen drin und auch eine 1x3 mit dieser Noppe da. Weiß ich nicht, wofür das sein soll. Ich habe jetzt diese Anleitung viermal durchgeguckt. Ich habe keine Ahnung, ich finde das nicht. Naja, dann haben wir noch diesen Verteiler. Der Verteiler ist ja dafür da, um, wenn du jetzt zum Beispiel an den mit USB anschließt hier, ja, kommt daran und dann also einmal daran, dann daran und das an den, genau, an den, naja, an diese, Mensch, komme ich jetzt nicht drauf, Donnerwetter, manchmal bin ich echt vergesslich schon. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Ja, das war's. Jetzt messen wir das Ganze nochmal aus, obwohl das ein bisschen schwierig ist, aber zumindest das Fahrzeug würde ich jetzt gerne mal messen. Da haben wir eine Länge von 15 cm ungefähr, eine Höhe von 10 und eine Breite bzw. Tiefe von 9 cm. Ja, genau. Batterien habe ich euch gezeigt, das habe ich euch auch gezeigt. Habe ich alles fertig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ich hoffe, euch gefällt das Set. Ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen, denn ihr wisst, es hilft mir ein bisschen weiter und euch kostet es nichts. Also,
Das soll es dann gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Inzwischen haben wir den ersten Advent heute und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao, euer Paul.